Für die AfD hat nun Herrn Scholz das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! In diesem Hohen Hause wird zumindest darüber Konsens bestehen, dass Schule kein Selbstzweck sein darf. Aufgabe der Schulen ist es vielmehr, unsere Kinder gemäß den Grundsätzen des Humboldtschen Bildungsideals zu vielseitig interessierten und gebildeten freien Persönlichkeiten unabhängig von jedweder weltanschaulichen Indoktrination zu formen und sie damit bestmöglich auf ihr Leben und die Arbeitswelt von morgen zu rüsten. Dem Staat kommt die Aufgabe zu, die Erfüllung der hierzu erforderlichen Rahmenbedingungen sicherzustellen. Mit Punkt 2 des vorliegenden Entschließungsantrags möchten sich die regierungstragenden Fraktionen seitens des Landtages offenbar bestätigen lassen, dass die Berufsorientierung an unseren Schulen fächerübergreifend in allen Schulformen gefördert werde und zugehörige fachliche und überfachliche Kompetenzen vermittelt. Verehrte Damen und Herren der regierungsbildenden Fraktionen, dies ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und verdeutlicht einmal mehr, dass Sie Lichtjahre von den Verhältnissen an unseren Schulen entfernt sind. Lassen wir die Fakten sprechen, meine Damen und Herren. Im aktuellen INSM-Bildungsmonitor liegt Hessen in Bezug auf die Ausbildungsstellenquote seit Jahren im tiefroten Bereich und belegt mit einem hauchdünnen Vorsprung zu den absoluten Schlusslichtern Berlin und Brandenburg mal gerade so den 14. Platz von 16. Etwa 30% unserer Schulabsolventen gleich welcher Schulform auch immer gelten nach wie vor als nicht ausbildungs- oder nicht studierfähig. Um überhaupt eine Ausbildung oder ein Studium beginnen zu können, müssen Sie mittels spezieller berufsvorbereitender Maßnahmen der Berufsschulen oder hochschulischer Vorkurse vorbereitet werden. Dennoch brechen über ein Viertel von Ihnen nach kurzer Zeit ihre Ausbildung bzw. ihr Studium wieder ab, weil sie sich den gestellten Anforderungen nicht gewachsen fühlen. Fragen Sie doch bitte einmal diese jungen Menschen, ob sie sich von unserem Bildungssystem angemessen auf ihre Berufsausbildung oder ihr Studium vorbereitet fühlen. Angehende Auszubildende im Handwerk, die nicht den Flächeninhalt eines Dreieckes berechnen können oder nicht in der Lage sind, einen Arbeitsauftrag vollinhaltlich zu erfassen, sind keine Seltenheit mehr. Eine aktuelle Befragung hessischer Unternehmen ergab, 2021 konnten lediglich 75% der Ausbildungsplätze besetzt werden. Drei Viertel der Betriebe, welche Ausbildungsplätze nicht besetzen konnten, klagten darüber, dass es keine geeigneten Bewerber gäbe. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen berichtete von unrealistischen und gänzlich fehlenden Berufsvorstellungen der Bewerber und bemängelten zudem die unzureichende Kooperation von Schulen und Betrieben bei der Berufsvorbereitung. Meine Damen und Herren, dies ist ein erschreckender Befund, gerade in Zeiten, wo die gesamte deutsche Wirtschaft unter erheblichem Nachwuchs- und Fachkräftemangel leidet. Wer angesichts dessen weiter von einer erfolgreichen und nachhaltigen Bildungspolitik spricht, ist entweder realitätsblind oder er will vorsätzlich täuschen. Es lohnt einen Blick zu unseren bayerischen Nachbarn. In der Ausbildungsstellenquote belegt dieser seit Jahren Platz 1. Zum Anstimmen einer hessischen Lobeshymne besteht also keinerlei Anlass. Das Handwerk klagt seit vielen Jahren darüber, kaum Nachwuchs mehr zu finden. Viele Gewerke sind vom Aussterben bedroht. Die Hälfte der von kleineren Betrieben unter 50 Mitarbeitern ausgeschriebenen Stellen konnten 2021 nicht besetzt werden. Ist das etwa die Folge einer gelingenden Berufsvorbereitung? Mitnichten, meine Damen und Herren. Vielmehr wird an hessischen Schulen die berufliche Orientierung seit vielen Jahren sträflich vernachlässigt. Die IHK sowie Experten anderer Institutionen beklagten diese Missstände neuerlich während der Anhörung zum Lehrkräftebildungsgesetz.
Sie werden sich sicherlich noch erinnern. Das durchsichtige Unterfangen der Landesregierung, die Pandemie für diese Zustände verantwortlich zu machen, ist getragen von dem einzigen Ziel, hierdurch ihr eigenes Versagen kaschieren zu wollen. Anstatt nun diese düstere Realität zum Anlass zu nehmen, das bestehende und erwiesenermaßen nicht erfolgreiche System der Berufsorientierung auf den Prüfstand zu stellen und einer grundlegenden Reform zu unterziehen, machen Sie sich es bequem und lassen lieber medienwirksame Effekthaschereien produzieren, wie die Initiative Deine Zukunft real digital, welche gemäß Selbstanspruch den aktuellen Stand der Arbeitswelt widerspiegle. Meine Damen und Herren, ich stelle mir ernsthaft die Frage, ist das noch Realsatire oder ist das schon eine bösartige Form des Verrats an unserer Jugend? Man lasse es sich auf der Zunge zergehen. Ein 90-minütiger Workshop, den vielleicht nicht nur ein Bruchteil unserer Schüler besuchen werden, wird als großer Wurf der Landesregierung zur Bekämpfung der hessischen Ausbildungsmisere und des damit verbundenen Fachkräftemangels deklariert. Ich habe mir einmal die Zeit genommen und das landeseigene Programm, das im Übrigen die gleiche Bezeichnung wie das Nachwuchsgewinnungs- und E-Commerce-Programm des bankrotten Einzelhändlers Real trägt, eingehend unter die Lupe genommen. Auf der Netzseite des Kultusministeriums wird dieses im Rahmen eines 97-Sekunden-Filmchens präsentiert. Textbausteine mit sehr viel Denglisch, wir hörten schon eine kleine Auswahl vom Kollegen Falk, wie Hands-on-Aufgaben oder Take-home-Tool verströmen dabei den berühmten Charme der beauftragten Werbeagentur und unser Kultusminister Lorz mittendrin. Chapeau, Herr Minister. Informationen über eingebundene Partner aus Industrie und Handwerk sucht man indes vergebens. Ein zeitgemäßer Ansatz der Wissensvermittlung kann im Grundsatz befürwortet werden. Allerdings, Praxisnähe setzt Realitätsnähe zwingend voraus. Und wem das ernst damit ist, Jugendliche auf Augenhöhe ansprechen zu wollen, der tut dies sicher nicht per Graffiti, Schriftarten und Emoticons. Dies ist insbesondere eines Kultusministeriums unwürdig, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Rahmen für eine erfolgreiche Berufsorientierung und Ausbildungsvorbereitung unter Einschluss des digitalen Bereiches wurde von der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag schon zur Genüge skizziert. Der schulische Erwerb handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie ein problemorientiertes, technisch konstruktives Denken ist unerlässlich für einen erfolgreichen Übergang in viele Berufsausbildungsgänge bzw. in die Natur- und Ingenieurwissenschaften. Hierfür bedarf es insbesondere der Bereitstellung eines durchgängigen, pädagogisch hochwertigen, für alle Schüler verbindlichen Arbeitslehre- und Werkunterrichtes von Anfang an, welcher von qualifizierten Fachlehrern an entsprechend ausgestatteten Schulen und oder in Kooperation mit Ausbildungsstätten in Industrie und Handwerk erteilt wird. An den weiterführenden Schulen ist umgehend von Beginn an ein verpflichtender, flächendeckender Informatikunterricht einzurichten, der grundlegende Programmierkenntnisse, Softwarebeherrschung und Medienerziehung abdeckt. Wir brauchen einen Informatikunterricht sofort und nicht nur für einen Bruchteil in Versuchsschulen, meine Damen und Herren. Dieser wird auch laut einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom von 69% aller Bürger gefordert. Seine Lerninhalte sind für eine erfolgreiche zukünftige Berufsausbildung unverzichtbar. Ein 90-minütiger Workshop aus dem Rollkoffer und 2x2 Wochen Betriebspraktikum können nichts von alledem ersetzen. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss. Der vorliegende Setzpunktantrag der regierungstragenden Fraktionen ist gänzlich erkenntnisfrei. Angesichts des aufgezeigten Realzustandes kann dieser nur als ein
weiterer zynischer Versuch der Landesregierung angesehen werden, mit teuren Werbeagenturmitteln über den Mangel an Gestaltungswillen und Reformfähigkeit hinwegzutäuschen. Er erfährt daher natürlich unsere strikte Ablehnung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Kollege Promny ist als Nächstes an der Reihe und danach Dr. Falk. Herr Promny, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das berufliche Bildungssystem in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Und Deutschland hat die zweithöchste Beschäftigungsquote bei den 20- bis 34-Jährigen in der Europäischen Union. Ich glaube, die berufliche Bildung erfüllt eine große Aufgabe. Sie muss Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Sie muss für Schülerinnen und Schüler attraktiv sein. Und sie muss Kompetenzen vermitteln, die am Arbeitsmarkt auch gefragt werden. Welche konkreten Herausforderungen stellen sich also hier? Erstens. Es fehlt in vielen Ausbildungsberufen an Interessenten. 2021 gab es in Hessen über 3.000 unbesetzte Lehrstellen. Corona hat diese Zahlen sogar noch massiv erhöht. Und das ist insbesondere für das Handwerk ein Problem. Und zweitens muss die berufliche Bildung auf den digitalen Wandel reagieren. Denn die Ausbildung muss Jugendliche auf eine digitalisierte Arbeitswelt vorbereiten. Und meine Damen und Herren, wir müssen die berufliche Bildung zukunftsfit machen. Ja? Programme, Netzwerke wie beispielsweise Hessen Bildung Digital zeigen ja, dass sich die Wirtschaft hier schon auf den Weg gemacht hat. Aber an genau diesem Engagement mangelt es unserer Landesregierung. Und lieber Herr Kollege Dr. Falk, wenn Sie sagen, der Wind der Digitalisierung sei hier in Hessen, dann muss man mit Eider feststellen, das ist hier nur ein laues Lüftchen, mehr nicht. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass wir dieses Thema heute und hier im Landtag debattieren dürfen. Stutzig werde ich allerdings dann schon, wenn ich mir den Antrag von Schwarz-Grün im Detail anschaue. Er umfasst vier magere Punkte. Und in der Tat, über gut klingende Allgemeinplätze kommen Sie in Ihrem Antrag auch leider nicht hinaus. Zu Punkt 1. Ja, Kollege May, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung ist von besonderer Bedeutung. Nur so können ja junge Erwachsene ihren Bildungsweg auch flexibel gestalten. Und die duale Ausbildung wird dadurch auch attraktiver. Aber, meine Damen und Herren, Durchlässigkeit ist keine Einbahnstraße. Und ein wirklich chancengerechtes System würde doch bedeuten, auch die Tochter der Ärztin entscheidet sich für eine Malerausbildung und der Sohn des Malers studiert Medizin. Durchlässigkeit wird bedauerlicherweise oft darauf reduziert, dass mehr Jugendliche aus der beruflichen Bildung in die akademische Bildung wechseln. Wir müssen aber, meine Damen und Herren, auch die andere Richtung im Blick behalten. Das ist ganz wichtig. Außerdem sind die Zahlen mal wieder nicht so schön, wie die Landesregierung uns das weismachen will. Zwar liegt in Hessen bei Studienanfängerinnen und Studienanfängern ohne Abitur im länderweiten Vergleich auf dem vierten Platz und damit immerhin relativ weit vorne. Aber während in Hessen der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur bei gut 3% liegt, wartet hier etwa Thüringen mit gut 10% auf. Sie sehen also, meine Damen und Herren, hier ist noch viel Luft nach oben. In Punkt 2 schreiben Sie dann, der Landtag erkennt an, dass die duale Ausbildung durch die berufliche Orientierung an allen Schulformen gestärkt wird. Dann geht es weiter mit Aufforderungen an die Landesregierung. Gerade aufgrund der Corona-Krise seien viele Angebote ausgesetzt und eben nur digital angeboten worden.
Die Landesregierung solle nun die Verantwortlichen bei der Wiederaufnahme und bei der Neukonzeption von Angeboten unterstützen. Ja, meine Damen und Herren, prinzipiell stimmen wir da natürlich zu. Aber genau an der Stelle endet ja dann auch schon Ihr Punkt. Und die Frage ist ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, wie die Landesregierung bei den Verantwortlichen entsprechend diese Aufgabe unterstützen soll. Da ist in Ihrem Antrag überhaupt nichts von zu sehen und zu hören. Und in Punkt 3 und 4 wird dann auf das Programm Deine Zukunft #realdigital verwiesen. Ein Informations- und Mitmachangebot zur beruflichen Orientierung an Schulen. Auf der Website viel Kunterbundes, PR-Truck und 3 Digi-Coaches. Ich finde die Initiative an sich ja nicht schlecht. Ist ja wirklich nicht schlecht. Ja, kann man ruhig so feststellen. Aber das kann doch nicht das einzige Konzept der Landesregierung sein, meine Damen und Herren. Das soll alles sein. Wobei, Kollege Degen hat ja auch schon darauf abgestellt, Projekte als Gesamtkonzept zu verkaufen, das scheint ja sozusagen mittlerweile der Goldstandard der Landesregierung geworden zu sein. Und das hat sich ja auch erst diese Woche wieder beim Pilotprojekt Digitale Welt gezeigt. Und Herr Kultusminister, wollen wir uns doch mal ehrlich machen. Wollen wir uns doch mal ehrlich machen. Ja? Das ist ja gar kein Schulfach, ja? Das Sie da einführen. Ja? Wenn das ein Schulfach wäre, dann müssten Sie ja erst mal ein paar wichtige Fragen beantworten. Wer unterrichtet das Fach? Wo wird das studiert? Ja? Welche anderen Fächer werden dafür gekürzt? Sie sehen, Fragen über Fragen. Ja? Nein, meine Damen und Herren, auch hier präsentiert die Landesregierung kein Gesamtkonzept zur Stärkung der Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler. Nur ein Projektchen, ein Fake-Fach. Meine Damen und Herren, ein Fake-Fach, um die Kritikerinnen und Kritiker mundtot zu machen. Ein Fake-Fach. Nichts anderes ist es. Ein Fake-Fach. Meine Damen und Herren, für ein umfassendes Konzept im Bereich Berufsorientierung braucht es jedenfalls viel mehr. Und die Kollegin Ravensburg hatte ja darum gebeten, ob man da konzeptionelle Vorschläge noch machen kann. Ich empfehle, gestern Abend war ja der wunderbare Abend der VAU, da hat ja auch der Präsident Ausführungen entsprechend gemacht, wie er das Fake-Fach einsortiert. Nichtsdestotrotz, auch die VAU hat ja wunderbare Vorschläge, ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgeschlagen, die man ergreifen kann. Ich will einmal ein paar nennen. Erstens muss die Berufsorientierung breiter angelegt sein, beispielsweise auch in der Elternarbeit viel stärker verankert werden. Karrierechancen müssen aufgezeigt und Möglichkeiten der Weiterqualifizierung auch bekannter gemacht werden. Und zweitens, und das wurde ja auch schon in der Debatte zum Lehrkräftebildungsgesetz mehrfach angemerkt. Die Berufsorientierung braucht mehr Raum im Studium der Lehrkräfte. So verwies ja die AG der Hessischen Handwerkskammern bereits darauf, dass Lehrkräfte häufig nicht ausreichend auf das Thema berufliche Orientierung vorbereitet sind. Und, liebe Kollegin Ravensburg, ob all das jetzt schon dadurch gerettet wird, dass die berufliche Orientierung nun als Querschnittsthema genannt wird, das bleibt abzuwarten. Das bleibt abzuwarten. Drittens. Die außerschulischen Angebote der Berufsorientierung müssen gestärkt werden. So könnten Schulen beispielsweise ein eigenverantwortliches Budget zur Berufsorientierung bekommen, das sie für unterschiedliche Maßnahmen einsetzen. Helfen würde zudem eine Handreichung mit Unterrichtseinheiten für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen. Und darüber hinaus, und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, sollten wir neben der Stärkung der Berufsorientierung weiterhin auch einen Schwerpunkt auf die qualitativ hochwertige Ausbildung legen. Der Prozess zukunftsfähige Berufsschule hätte hierfür ja auch genutzt werden können. Leider geht es da aber fast ausschließlich nur um Zahlen und Standorte. Wirklich Innovatives, Qualitatives sucht man da vergeblich. Und meine Damen und Herren, Sie merken schon, es gibt im Bereich Berufsorientierung noch verdammt viel zu tun. Ihr hier angekündigtes Projekt ist zwar nett, aber die Kernherausforderungen werden Sie damit leider nicht angehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bromny.
Herr Dr. Falk für die CDU hat sich gemeldet. Er hat noch 3 Minuten und 40 Sekunden, und die beginnen auch erst, wenn Sie am Puls sind. Und es vielleicht sogar runtergesetzt haben noch. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Promny, wenn Sie den Wind der Digitalisierung nicht spüren, dann müssen Sie mal in die frische Luft gehen, das hilft. Und ich will noch mal daran erinnern, wir hatten uns doch im letzten Plenum geeinigt darauf, dass wir uns in Sachen Schulpolitik hier alle einig sind. Daran will ich noch mal erinnern. Und ich nehme mal die Aufgeregtheit, die ich hier spüre, nehme ich mal so wahr, dass Sie sich alle sozusagen mit uns freuen und gerne Teil dieser Entscheidungen wären. Und ich will Ihnen das Angebot machen. Wenn Sie nachher unserem oder später unserem Antrag zustimmen, dann sind Sie auch einfach ein Teil dieser tollen Sache. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, sich aufzuregen. Und, lieber Kollege Degen, ich finde es ja toll, dass Sie rechnen. Das finde ich toll. Aber am Ende einer Rechnung, was macht man da? Da überlegt man, kann das Ergebnis in der Realität stimmen? Macht es Sinn? Ist das realistisch? Ist es realistisch, dass das Land Hessen berufliche Orientierung alle 25 Jahre stattfinden lässt? Da muss man zu dem Ergebnis kommen, das kann doch gar nicht sein. Da muss es doch viel mehr Angebote geben als dieser eine Truck. Und die Angebote gibt es auch. Es gibt keinen Schüler, der nicht sag ich mal, mehrere Angebote an beruflicher Orientierung wahrgenommen hat, bevor er die Schule verlässt und dann hoffentlich auch auf den richtigen Berufsweg landet. Also da gibt es sehr viel mehr. Und Sie haben uns ja auch recht gegeben, das finde ich ja toll. Sie wollen ein neues Fach, und wie ich die Inhalte so wahrgenommen habe, sind es auch ziemlich ähnlich diese Inhalte, die wir in diesem neuen Fach Digitale Welt berücksichtigen möchten. Sie wollen es Arbeitslehre nennen, das ist jetzt halt nicht so sexy wie Digitale Welt, aber und jetzt frage ich einfach mal, immer wenn wir mit einem neuen Gesetz um die Ecke kommen, dann sagen Sie, das habe ich vor 2 Jahren schon geschrieben, wo ist denn Ihr Curriculum für Ihr neues Fach? Wo sind denn Ihre Abstimmungen bezüglich der KMK-Konferenz für die Stundentafel? Wie wollen Sie das implementieren? Wo sind die Änderungen, die schulrechtlich notwendig sind, um ein solches Fach einzuführen? Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und wenn Sie zum Beispiel mal in die Automobilindustrie gehen und fragen, wie macht ihr das denn, wenn ihr ein neues Modell schaffen wollt, dann sagen die nicht, wir produzieren erst mal 5 Millionen und schauen, was passiert, sondern die sagen, wir machen mal einen Modellversuch, wir schauen, wir lernen daran, und genauso machen wir das. Das wäre doch ein Wahnsinn, von heute auf morgen ein neues Fach zu etablieren mit den ganzen Fragestellungen, die sich damit ergeben. Und deshalb machen wir einen Schulversuch, daraus lernen wir. Und wenn der ausgewertet ist und es ein Curriculum gibt und die Stundentafel darauf angepasst ist und das alles stimmt, dann werden wir in 1-2 Jahren dieses Schulfach dann flächendeckend einführen. Und das wird ein richtig toller Erfolg. Und Sie können von Anfang an dabei sein, wenn Sie diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Stopp, stopp, stopp. Lassen Sie noch eine Nachfrage des Kollegen Degen zu. Ich dachte, er hat schon abgestimmt. Danke, dass es auf den letzten Metern noch möglich ist, Dr. Falk. Nur eine Frage, weil Sie sagen Modellprojekt. Ist Ihnen bekannt, dass dieses neue Fach an vielen Schulen, zum Beispiel an der Hohen Landesschule, schon längst genauso stattfindet und gar nicht neu ist, sondern schon erprobt ist? Moment. So, jetzt hat der Redner das Wort. Ich will Ihnen keinen Stress machen. Nein, alles gut. Also genau dieses Fach gibt es da nicht. Das ist nämlich neu. Mit genau diesen Inhalten. Also das ist wirklich neu. Das ist so. Und natürlich haben sich Schulen auf den Weg gemacht. Ich kenne ganz viele Grundschulen, die sagen, wir machen im 3. Schuljahr Sachkunde, dann machen wir Microsoft Office. Da stellt jeder eine Präsentation her. Die Schulen machen ja sehr, sehr viel in Abstimmung mit den Medienzentren, mit den staatlichen Schulämtern. Und wir wollen das jetzt aber mal bündeln und sozusagen in die Fläche bringen und darauf aufbauen, was Schulen schon machen. Und das ist wirklich toll. Und Medienbildung findet ja zurzeit, habe ich ja eben auch in meiner richtungsweisenden Rede dargelegt, in vielen Fächern statt. Und deshalb ist das jetzt sozusagen ein neuer Ansatz, der aber sozusagen jetzt nicht von null anfängt, sondern auf dem aufbaut, was wir schon erfolgreich haben. Da muss man auch die Arbeit, die jetzt schon in Schulen stattfindet, auch mal würdigen. Das wäre mir wichtig. Dankeschön. So, vielen Dank, Herr Kollege Falk. Weitere Wortmeldungen aus dem Plenum liegen erst mal nicht vor, sodass Herr Prof. Lorz für die Landesregierung nunmehr das Wort ergreift. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zukunft hat viele Namen,
Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. Dieses Zitat von Victor Hugo spiegelt die Leitgedanken, die wir als Hessische Landesregierung mit der beruflichen Orientierung an Schulen verfolgen, sehr gut wider. Wir müssen für die Erreichbarkeit vielfältiger beruflicher Möglichkeiten für alle unsere jungen Menschen sorgen. Wir müssen ihnen die Furcht vor dem Unbekannten nehmen und sie dazu befähigen, sich der Frage nach ihrer beruflichen Zukunft mutig zu stellen, damit sie die Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, als Chancen begreifen. Und dieser Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen, entsteht aus Wissen. Wenn wer seine Möglichkeiten kennt und damit auch sehen kann, was sich ihm für Chancen bieten, der hat auch keine Angst mehr vor der Zukunft. Und wenn wir die mittlerweile alltäglich gewordenen Diskussionen über den Mangel an Fach- und Nachwuchskräften betrachten, dann hat unsere Jugend, die ich da auch oben auf der Tribüne ganz herzlich begrüßen kann, auch allen Anlass, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, jedenfalls was eure berufliche Zukunft anbetrifft. Meine Damen und Herren, das Ziel einer gelungenen beruflichen Orientierung ist daher, dass die Jugendlichen am Ende ihrer schulischen Laufbahn in der Lage sein sollen, eine fundierte Berufs- oder Studienwahlentscheidung zu treffen, die ihren individuellen Interessen und Begabungen am besten entspricht. Und natürlich müssen unsere Schulen mit ihren Abschlüssen die Wege dazu öffnen, damit die Jugendlichen die zu ihnen passenden Optionen auch in Betracht ziehen können. Das gilt für die unterschiedlichen Formen der Hochschulzugangsberechtigung, aber vor allem natürlich auch für das Erfolgsmodell unserer dualen Ausbildung, die mittlerweile zum Exportschlager avanciert ist und die man uns in vielen Ländern der Erde beneidet und die in den vergangenen Jahren durch alle Krisen hindurch ein Garant dafür war und ist, dass wir eine im internationalen Vergleich extrem niedrige Jugendarbeitslosigkeit aufweisen. Herr Kollege Promny hat das dankenswerterweise ja auch schon unterstrichen. Und in der Tat haben wir inzwischen das umgekehrte Problem, das Ihnen allen bekannt ist, dass viele Ausbildungsplätze Jahr für Jahr unbesetzt bleiben. Dabei bietet die duale Ausbildung längst auch die maximale Durchlässigkeit zur akademischen Bildung, weil eben nicht mehr nur das Abitur den Weg in den Hörsaal ebnet, sondern auch ein Meisterbrief oder eine dreijährige Berufsausbildung nach der mittleren Reife. Und vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Möglichkeiten hat natürlich die berufliche Orientierung an Schulen auch eine neue und ganz besondere Bedeutung gewonnen. Und diese Landesregierung hat sich dem schon lange mit großem Engagement gewidmet. Ich will Ihnen ein paar Beispiele aus den letzten Jahren nennen und damit an den Kollegen Dr. Falk anknüpfen, dem auch gesagt hat, ja, das ist immer einfach, und ich würde es natürlich als Opposition genauso machen, mir irgendein Projekt herauszupicken, das jetzt gerade mal exemplarisch im Fenster steht, und dann sozusagen die Unzulänglichkeit dieses Projekts für die umfassende, flächendeckende Abdeckung aller Fragen, die sich rund um die berufliche Orientierung an Hessens Schulen stellen, klarzumachen. Aber das ist ja nur ein kleiner Baustein im Mosaik. Ja. Dann hören Sie mir zu, lieber Kollege Degen, dann will ich Ihnen gerne, soweit das die knappe Zeit erlaubt, ein paar zusätzliche Aspekte nennen. Ich nenne beispielsweise die Ansprechpersonen unseren staatlichen Schulämtern für Fragen der beruflichen Orientierung, die Koordinatorinnen und Koordinatoren an den einzelnen Schulen, für die wir auch Entlastungsstunden und Sachmittel zur Verfügung stellen. Ich nenne Olof, das hat die Frau Kollegin Schleenbecker schon angesprochen, die Initiative, mit der wir Betriebe und Bildungsträger in allen hessischen Regionen zusammenführen, um gemeinsame Aktivitäten zur beruflichen Orientierung, zur Ausbildungsplatzakquise und zur Vermittlung in Ausbildung abzustimmen und zu entwickeln. Ich nenne unser Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung Hessen, mit dem sich schon viele Schulen haben zertifizieren lassen und so für ihre Angebote werben. Ich nenne natürlich, eigentlich hätte ich es an erster Stelle nennen müssen, die Betriebspraktika-Unterkundungen, weil durch sie die Schülerinnen und Schüler die besten Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt gewinnen können. Und deswegen sage ich auch Gott sei Dank, dass die jetzt auch in der realen Welt wieder möglich sind. Denn da gebe ich Ihnen recht, lieber Kollege Degen, die sind digital nicht zu ersetzen. Aber ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass wir schon 2015 ein zweites verpflichtendes Berufspraktikum am Gymnasium eingeführt haben, um gerade dort die berufliche Orientierung systematisch und dauerhaft zu stärken. Und seit 2018 sind alle diese Maßnahmen in einer eigenen Verordnung zur Berufsorientierung zusammengefasst, was die Bedeutung der beruflichen Orientierung weiter unterstreicht. Dann nenne ich Ihnen den Berufswahlpass, der jungen Menschen hilft, ihr persönliches Stärkenprofil zu ermitteln und alle notwendigen Unterlagen für eine überlegte Berufswahl zusammenfasst. Und ich will nicht vergessen, die Schülerfirmen an hessischen Schulen zu erwähnen, die den Unternehmergeist und die Eigeninitiative von Schülerinnen und Schülern fördern. Und ich lade Sie alle herzlich ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, besuchen Sie mal eine Schülerfirma. Der Elan, den die jungen Menschen dort versprühen, der wird auch Sie inspirieren und für gute Laune sorgen. Ja, und der nächste Schritt ist jetzt die fortlaufende Anpassung all dieser Angebote an die zunehmend digitalisierte Arbeitswelt.
Dem dient auch ganz gezielt unsere neue Initiative. Wie gesagt, ein neues Steinchen in dem bereits sehr vielfältigen Mosaik, Deine Zukunft real digital. Was ist das Besondere an dieser Initiative? Das Besondere an dieser Initiative ist, dass junge Digitalcoaches, und wir wissen alle, dass am besten, neudeutsch heißt das dann Peer-to-Peer, was für junge Menschen natürlich am überzeugendsten ist, wenn andere junge Menschen ihnen sozusagen zeigen, was da alles möglich ist. Und die kommen mit einem mobilen Angebot direkt zu den Schülerinnen und Schülern ins Klassenzimmer, machen dort die Workshops für die Jugendlichen der Jahrgangsstufe 8 bis 12. Dort werden unterschiedliche digitale Werkzeuge und Schlüsseltechnologien präsentiert und vor allem, das ist der Clou an diesem Projekt, das hatten wir so in der Tat noch nicht und deswegen ist das zum Ausprobieren da, um zu schauen, wie können wir das in die Fläche bringen. Man kann es direkt vor Ort an diesen Workstations, wie die genannt werden, anwenden. Es gibt interaktive Stationen zu Themen wie Mobilität, Gesundheit, Lernen oder Energie, in denen Schülerinnen und Schüler praxisnah erkunden können, welche Rolle die digitalen Technologien für viele Berufsbilder und eben auch insbesondere für die duale Berufsausbildung spielen. Und wenn wir alleine nur von April bis heute, bis zum Beginn der Sommerferien, schon über 6.000 Schülerinnen und Schüler diese Initiative haben heranführen können, oder mit dieser Initiative haben erreichen können, dann, glaube ich, ist das ein deutlicher Beleg dafür, auf welches Interesse dieses Format bei unseren jungen Menschen stößt. Und dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, wie man das noch weiter ausbauen kann. Aber, meine Damen und Herren, das ist ja noch immer längst nicht alles. Lieber Herr Kollege Promny, die Landesregierung bringt im Bereich der beruflichen Orientierung noch viele weitere Projekte auf den Weg. Der Berufswahlpass, von dem ich eben schon gesprochen habe, wird derzeit digitalisiert und in dieser Form im kommenden Schuljahr, auch erst wieder in einem Piloten, klar, für rund 10.000 Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt. Aber Pilotprojekte haben es ja so an sich, dass sie eben auf das flächendeckende Ausrollen angelegt sind. Man fängt, Kollege Dr. Falk hat ja dankenswerterweise das Beispiel aus der Automobilbranche gebracht, man fängt zweckmäßigerweise erst mal im Kleinen an, schaut, dass man die Kinderkrankheiten, die gerade in der Digitalisierung immer am Anfang mit drin sind, ausgemerzt bekommt und dann kann man die ganze Geschichte flächendeckend ausrollen. Und genauso werden wir das auch mit der Kompetenzfeststellung machen, mit Hilfe unserer Composiben-App, die auch gerade in eine digitale Form gebracht wird. Die bereits seit Jahren erfolgreich durchgeführten Werkstatttage des Berufsorientierungsprogramms treiben wir weiter voran. In den Grundschulen weckt unser Digitruck, lieber Kollege Degen, wir wollen uns doch nicht darüber streiten, ob jetzt ein Truck oder ein Bus, was da jetzt höherwertig oder weniger wertig ist. Also entscheidend ist, das ist mobil, da ist Platz und da kann man Dinge drin machen. Und bei unseren Grundschülerinnen und Grundschülern weckt das den Appetit auf die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt. Und dazu kommt jetzt noch das Pilotprojekt, über das hier auch schon diskutiert worden ist, mit dem neuen Schulfach Digitale Welt ab Jahrgangsstufe 5, das ich vorgestern vorgestellt habe. Und das wird uns helfen, natürlich auch mittel- bis langfristig, weil man es erst einmal etablieren muss, weil man es fertig entwickeln muss. Das ist so bei Innovationen, wenn man etwas völlig Neues macht. Aber das wird in der Lage sein, diese Inhalte dann auch durch die Sekundarstufe 1 zu tragen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gesagt, man könnte bei all diesen Dingen noch viel, viel mehr ins Detail gehen, aber das ist nun mal auch in 10 Minuten beim Setzpunkt nicht möglich. Aber ich denke schon, diese Beispiele zeigen deutlich, dass wir als Landesregierung sowohl konzeptionell als auch finanziell schon viel in die berufliche Orientierung investiert haben und weitere Anstrengungen unternehmen. Und alle diese Maßnahmen werden dazu beitragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler mutig die Chancen ergreifen können, die ihnen eine immer dynamischere und immer digitalere Berufswelt bietet. Das ist für eine gute Zukunft unserer Kinder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich habe jetzt hier von der Kollegin übernommen, dass darin steht, dass dieser Entschließungsantrag in den KPA überwiesen werden soll. Wenn das so gewünscht wird, ein parlamentarischer Geschäftsführer nickt, Rest schweigt, zwei nickt schon, dann reicht mir das schon, dann wird er hiermit überwiesen, der Tagesordnungspunkt 58 in den KPA.